Nach dem gestrigen Riesenerfolg machen wir heute weiter mit Dungeon-Erkundung Nummer 2 und damit erstmal willkommen zurück. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, wir gehen erstmal hier in dieses Wüstenbiom rein. Das heißt, wir werden Feuer und Flamme sein beim nächsten Boss. Ich hätte aber auch woanders hingehen können. Hier, passt mal auf. Ich habe schon wieder ein bisschen weiter gespielt und die Karte, die sieht so weit aus, als ob man hier keine Truhen mehr hätte. Na klar, hier die roten, ne? Das sind aber Truhen, die sind halt immer nach jedem K.O. auf der Karte erneut, kriegen einen Respawn, aber hier unten könnte man auch hingehen. Da ist ein Eisbiom, der gute Hylia-See und die Eisgrotte. Ich habe mir gedacht, na komm, wir machen heute so ein bisschen Hitze, denn wir haben auch wieder über 30 Grad draußen. Das heißt, ich kann mich hier viel besser reinfitzeln, denn wenn Link schon schwitzen muss, dann müssen wir hier auf dem heißen Sofa ebenfalls schwitzen. Das ist der Plan. Und ich glaube, so wie ich es gemacht habe, war es auch ganz gut. Denn dadurch, dass ich erstmal hier überall rumgelaufen bin, ich habe ja letzte Folge schon gezeigt, ich habe ein Goronen-Amulett erhalten und damit bin ich immun gegen Lava und Hitze. Das kommt mir ja hier unten bestimmt zugute. Da frage ich mich gleich, was wäre, hätte ich das jetzt nicht geholt. Auch hier musste man wieder ein extra Rätsel lösen, dass man auch das Gebiet hier freischalten konnte. Werde ich aber nicht spoilern. Ein paar von euch wollen es ja auch zocken. Kann ich auch empfehlen. Das Spiel übrigens nur 25 Euro. Ich finde, dafür, dass man hier so eine riesengroße Karte hat und das auch verdammt Laune macht, sind diese 25 Euro super investiert. Denn mit ein bisschen Glück fließt Cash so gut rein in dieses Indie-Studio, dass man da nochmal einen nächsten neueren Teil bekommen kann. Also würde ich mich freuen. Bisher macht's Laune. Ja, und hier brauche ich nämlich auch bestimmt irgendwelche Eisstiefel. Und die Eisstiefel konntest du ja auch hier in einer dieser Läden kaufen. Also bevor man reingeht in einen Dungeon, erstmal abchecken, was man überhaupt am idealsten mitnehmen sollte, damit die Dungeon-Erkundung auch einfacher ist. Als haben wir wieder genug gelabert, wir gehen rein in die Hütte und dann mal gucken, wie wir uns anstellen. Hier wartet jemand, der hat uns die Brücke erbaut, die war nämlich vorher weg und jetzt komme ich nämlich auch darüber und sie sagt viel Glück. Ich war hier auch noch nicht. Also klar, ich war hier in dem Raum einmal drin. Aber ich war noch nicht in der Treppe unten. Na, könnte ich hier abkürzen? Das ist ja witzig. Ich darf schräg springen? Nee, darf ich nicht. Schade. Aber wisst ihr, was man hier machen könnte? Wenn man noch die Effekte hätte der Schwebeboots, dann müsste man da auch rüberhopsen können. Dann könnte man hier eine Abkürzung machen. Und da, oh, guck mal hier. Da ist eine fette Truhe. Trommel, Bumerang und wieder Giftpfeile. Wir werden 100 Pro dann auch die Trommel holen. Das dürfte auch klar sein. Aber gut, gehen wir erstmal nach unten. Wir haben erstmal nur einen Weg, der möglich ist. Du kannst die Lava auch abkloppen. Und hier eben die Frage, was wäre, wenn ich dieses Goronen-Amulett nicht hätte? Würde ich dann Schaden bekommen? Oh, was hat er jetzt gemacht? Das war ein Versehen. Ich wollte es gar nicht wegschieben. Ich habe es aber weggeschoben. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Aha. Da, wo ich es hinschiebe, da wird der Boden irgendwie so gehärtete Lava draus. Aber ich kann das gar nicht identifizieren, was das für ein Teil sein soll. Na egal, holen wir erstmal ein neues Schwert. Glaslangschwert. Ja, ich habe gelesen nochmal die Informationen von Tenkai. Als ich es benutzt hatte oder einmal berührt wurde, ist es sofort entsprungen oder zersprungen. Das ist mir bewusst. Also ich habe hier immer diese Glassachen. Die werden bei einmal Berührung sofort zerstört. Aber die Optik dieses Titanium-Breitschwerts, die war anders, bin ich der Meinung. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber in dem Moment, wo wir dieses Glasschwert erhalten haben, ah, dieses Langschwert greift über zwei Felder an und drei Schaden. Aber um den Gedanken zu Ende zu führen, als wir das Glasschwert bekommen hatten, das Glasbreitschwert, hat sich hier auch die Optik geändert. Das war vorher nämlich ein dunkler Ton. Das wollte ich eigentlich im letzten Part noch
ja, gewusst haben. Hier, ich habe Handschuhe erhalten, damit kann ich schwere Sachen hochheben. Wir werden es mal ausrüsten, denn die Laute brauche ich doch bestimmt hier unten nicht. Ich hab noch keine Ahnung, was ich hier hochheben kann. Ja, ich wollte eigentlich permanent über die Diagonale angreifen. Habe ich mich aber saublöd angestellt und bin ja schön freiwillig rein in die Monsterhülle. Fail. Was haben wir hier? Itemsicht nehme ich. Hat man nämlich vorher auch schon. Nur jetzt haben wir einen viel aufgefrischteren Itemsichtradius und können es auch länger benutzen. Ach, diesen Mist. Ich habe keine Ahnung, ob man diese Gegner auch ohne Bomben besiegen kann. Also die, die sich gerade irgendwie so zu Stein verwandeln. Ach, und die fangen Feuer? Okay, das heißt, ich sollte mit Schwert nicht unbedingt daran. Ich habe keine Ahnung, was das da für ein Klotz sein soll. Schubst er mich andauernd? Also er hat immer seinen Schädel rausgesteckt und dann wieder reingesteckt und dann war für mich irgendwann der Punkt, wo ich angreifen konnte. Aber es sah so aus, in dem Moment, wo der Schädel drinne war, wo ich gedacht habe, okay, das ist ja eigentlich jetzt sein Schutz, da konnte ich ihn besiegen. Und wir kriegen wieder einen Schlüssel. Ich verliere leider auch sehr viele Lebenspunkte, das ist echt ein Mist. 87 Diamanten habe ich und 12 Schlüssel und ich brauche das alles gar nicht. Ich hoffe, hier dem Spieler man später nochmal die Möglichkeit, seinen ganzen Loot auch sinnvoll auszugeben. Es wäre schade, wenn wir sammeln und sammeln und sammeln und dann kommt da nichts bei rum. Hier zum Beispiel. Ja, ein Herzcontainer. Super, perfekt. Gegner besiegen. Geschützter Sprung. Ach, ist ein Ring. Okay. Wir haben keinen. Kaufe ich mir auf jeden Fall. Und die Schaufel. Naja, die macht auch nicht mehr lange. Nehme ich ebenfalls. Hat er irgendwas zu sagen? Ach, ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Aber ich habe immer was zum Anbieten. Ich brauche Biene, her damit. Okay, der will immer Geld haben. Geld, Geld, Geld. Kohle, Kohle. Ich habe unten gesehen. Da ist noch ein Schlüssel. Und eins und zwei und drei und vier. So, wenn wir die da unten auch noch mal kurz besiegen. Naja, wir hatten gerade echt Pech, dass mir, also ich habe mich ja sehr blöde hingestellt, dass der mich angreifen konnte mit seinem blöden Speer. Denn ich wollte dem dicken Koloss viel besser ausweichen. Also wir sind ausgewichen, aber zu schlecht. Und wo ist die Karte? Diesen Ring, den brauche ich nicht, weil der Ring, der gibt einfach nur Schutz vor Explosion, glaube ich, wenn du eine Bombe hinlegst. Jetzt haben wir hier eine Abkürzung freigeschaltet, okay. Ja, wählen wir einfach mal eine Kriegstrommel, ich nehme das mal. Du hast die Kriegstrommel erhalten. Weise sie auf dem Inventarbildschirm A, B oder X oder Y zu. Nutze sie, um einen Beat auszusetzen und deinen Angriff auf dem nächsten Beat zu verstärken. Es ist nur ein Verstärkungsinstrument. Okay, heißt das, ich muss einmal die Trommel aktivieren und danach muss ich sofort angreifen, dass ich dann einen Schadenspunkt mehr raushaue?
Also muss ich testen. Da brauche ich irgendeinen Gegner, der sehr viele Lebenspunkte hat und dann Zeit stoppen, wie lange man braucht, um diesen Gegner zu besiegen unter normalen Umständen und dann mit Hilfe dieser Trommel. Aber ich glaube, ich werde die Trommel sehr wahrscheinlich nie benutzen. Es sei denn, die ist so mega fett, dass sich das lohnt, aber... Die Bedingung ist halt irgendwie so komisch. Da ist ein Diamant. Ja, wir konnten abtauchen. Nice. Das war scheiße. Hat aber gereicht. Achso, wir haben gerade irgendein anderes Boost. Was ein bisschen schade ist, man muss gar nicht mehr so viel Acht geben, ob man jetzt im Beat ist oder nicht. Es reicht auch aus, wenn man jetzt in der Stärke, die wir haben, auch in den Gegner oder in eine Gegnergruppe reinwascht. Und man spürt trotzdem keinen riesengroßen Nachteil. Also, da weiß ich nicht, ob das so vom Spiel dann auch gewollt ist. Also, die Gegner teilen jetzt nicht ganz so viel Schaden auch aus. Wir bräuchten irgendjemanden, der uns mal so das Wasser reichen kann. Das wäre nicht schlecht. Jetzt haben wir hier eine Karte und da auch nochmal einen Hinweis. Die Felder, die hier frei sind, die waren beim letzten Dungeon nicht gefüllt. Oben kommt dann zwar der Boss-Schlüssel hin, aber unten das Feld, das war frei. Da habe ich mich gefragt, habe ich da was übersehen? Vielleicht gibt es hier auch sowas wie einen Kompass? Das wäre ja normal bei so Zelda-Spielen, aber habe ich nicht geschafft, das freizuschalten. Eine Pflege bekommen. Das ist eine neue Waffe. Fügt ein Gegner im weiten Umkreis einen Punkt Schaden zu, während du dich bewegst. Brauchen wir nicht. Ach, jetzt haben wir das Langschwert leider sinnlos verklopft. Habe ich vergessen, mich nochmal umzurüsten. Ach, Fehler. Immer lieber erst über die Diagonale. So ist gut. Billigere Läden. Brauche ich auch nicht. Also an Kohle hapert es nicht. Das heißt, den Ring, den wir jetzt haben, den lassen wir auch immer noch drin. Wir haben den nächsten Weg aber freigeschaufelt. Oder freigelegt. Und die sind Crap. Jetzt überlege ich, was ich mache. Ich habe noch genug Bomben, hoffe ich. Ja, 5 Stück. Und Krabbelminen habe ich auch noch. Ach. Das war ein Zufallsprodukt. Ich wollte die jetzt eigentlich in Stein verwandeln. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso habe ich das vorher nicht gemacht? Das heißt, ich musste die auch in Stein verwandeln, weil sonst kommst du an den Herzcontainer nicht. Ja, Freunde, pures Zufallsprodukt. Aber so ist es manchmal. Und da haben wir schon den Boss-Schlüssel. Da war doch aber Gebiet Nummer 1 viel größer, oder? Wir haben doch hier was vergessen. Das geht mir irgendwie zu kurz. Guck mal auf die Karte. Wir haben ja die Karte. Hier unten waren wir ja schon, ne? Ja. Ja, man muss eben mit so Argus Auge auch ein bisschen auf die Karte unten links glotzen, ne? Vielleicht sind da noch Räume, die wir hier vergessen haben. Und der hat neue Sachen, schau mal. Hier findet ein Reset statt. Und irgendwo gibt es aber noch Gegner. Ach, wir waren hier noch gar nicht drinne. Ich weiß nicht, ob man dieses kleine Flammenkügelchen auch irgendwie mit so einem Eisschuss ausknipsen kann. Ich probier's mal. Es bricht nichts.
Die Flamme ist immun gegen Eis? Das ist eine Überraschung. Irgendwas ist doch da unten noch. Hä? Wie komme ich nach rein? Wie komme ich da rein? Das muss irgendeinen Weg geben. Vielleicht soll ich nochmal den Weg vom Innenbesitzer das machen. Ist das nicht seltsam? Oder ist das irgend so ein neuer Typ? Jetzt bin ich hier drin, aber ich kam trotzdem nicht jetzt danach. Ich muss da irgendwie zu dieser einen Sandstelle. Die muss ich wegkloppen. Vielleicht mit Bomben? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben Bomben. Man kann die Wände wegsprengen? Leute, das wusste ich nicht. Ich habe keine Ahnung, dass das funktioniert. Du kannst ja einfach die ganzen Dungeon-Räume auseinandernehmen. Seit wann ist denn das so? Ach ja, ist auch neu. Ich kann blocken und gleichzeitig angreifen, verbraucht aber Energie. Habe ich auch noch nicht getestet. Aber wir haben doch hier irgend so eine Waffenstärkung gehalten. Wo ist denn die jetzt hin? Schriftrolle des Waffenzaubers. Weise sie den Tasten zu, erhöht für kurze Zeit von dir aus geteilten Schaden um 1. Kann nur einmal verwendet werden. Das werden wir beim Bosskampf benutzen. Umso einfacher haben wir es. Jetzt würde ich aber trotzdem die Flamme hier noch ausschalten. Muss doch möglich sein. Habe ich irgendwas, wo wir die Flamme so ein bisschen austricksen können? Vielleicht muss ich mit Wind irgendwas machen. Die lacht mich doch aus. Ich meine, wenn ich da Wind puste, dann wird die doch eigentlich eher stärker, oder? Testen wir mal aus. Nee, kannst du vergessen. Das war auch richtig schlecht. Ach, die Flamme ist das, was wir auch aus den Zelda-Teilen kannten. Die folgt einfach nur der Wand lang. Und geht so lange im Kreis, bis sie eben... Ja, bis was passiert, keine Ahnung. Bis es irgendwann nichts mehr gibt. Wo sie lang gehen kann. Und das war auch der letzte Gegner. Okay, damit haben wir es. Ja, ich denke, ich gehe noch mal nach oben. Oder zurück. Nicht nach oben, es ist ja nicht oben. Weil wir müssen jetzt nicht noch mal die komischen, zu Stein gewordenen, ja, Mini-Drachen da reinhauen. Und was könnte jetzt kommen? Ein Dodonga? Welches Musikinstrument könnte er erhalten? Ich habe keine Ahnung. Wir sollten vielleicht Bomben nehmen, Trommeln auf keinen Fall. Wir rüsten aber definitiv das aus, was wir gerade gelesen hatten, und zwar die Schriftrolle des Waffenzaubers. Irgendwas wird schon passieren. Na, mal gucken. Gucken wir uns das Elend einfach mal an. Es ist eine Gitarre. Beim letzten Mal hattest du wohl Glück. Das wird aber nicht nochmal passieren. Stelle dich meinem zweiten Instrument der Macht. Kraft des Feuers und brenne in den Saiten meiner Gitarre! Bass-Gitarmos, Ritter! Mach mal platt! Alter, hat zwei Schläge gerade mal. Okay, das war richtig einfach. Und das Ding ist ja,
ich brauche ja auch erst recht nicht auf meine Lebenspunkteanzeige gucken, denn wir haben ja letzte Folge gelernt, wir haben ja noch das in der Hinterhand. Das heißt, selbst wenn der mir jetzt auch die letzten Lebenspunkte abgeknöpft hätte, dann wäre nichts passiert. Dann wären meine Punkte aufgefrischt worden und ich hätte den immer noch attackieren können. Also die Schriftrolle in Verbindung mit dem Schwert und den Lebenspunkten, der Gegner hat, das ist einfach zu OP. Das ist viel zu OP. Ich bin viel zu übermächtig im jetzigen Spielverlauf. Das ist so ein bisschen... ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Ich würde gerne sagen, ich freue mich, dass ich so stark bin bei Diablo zum Beispiel. Dann wäre es cool. Da freut man sich, wenn man im Endgame irgendwie stärker ist als alles andere. Aber hier ist das ein bisschen schade, weil ich muss eben nicht aufpassen. Ich muss das Attacken-Moveset des Gegners nicht studieren, nicht verinnerlichen. Ich muss nicht ausweichen. Ich muss wirklich nichts drauf haben. Ich muss einfach nur gegenlaufen und noch nicht mal im Takt sein. Also das ist dann schon eher, finde ich, ein Nachteil. Das ist nicht gut. Aber es sieht immer noch alles verdammt knuffig aus und die Musik ist auch immer noch sehr, sehr schön. Du hast die Bassgitarre erhalten. Eine mächtige Magie geht von ihr aus. Sie könnte dir dabei helfen, Octavo aufzuhalten. Also das war wirklich ein sehr einfaches Dungeon. Vielleicht bin ich auch falsch gegangen. Vielleicht sollte man auch hier zuerst rein. Und ich habe auch gedacht, dass wir den Handschuh nochmal brauchen. Weil ich möchte ihn euch schon gerne mal zeigen. Hier, ich kann das hochheben. Und irgendwo hinwerfen. Ja, keine Ahnung. Es gibt bestimmt irgendwo ein paar Rätsel, dass man diesen Handschuh auch gebrauchen kann. Aber jetzt bin ich auch erstmal draußen. Tja, was machen wir jetzt? Also ins nächste Gebiet möchte ich noch nicht gehen. Vielleicht machen wir heute einfach eine ganz kurze Folge. Oder wir gehen dann doch nochmal woanders hin, wo ich noch nicht war. Dass wir heute quasi hier so ein bisschen Neuland auch sehen. Hier komme ich noch nicht rein. Und beim Schloss war ich auch noch nicht. Also mein Plan sah erst so aus, dass ich hier links und rechts alles abgrase. Aber ich denke, hier oben komme ich jetzt auch nicht mehr lang, oder? Ging es da oben weiter? Ich glaube nicht. Ich probiere es mal. Ich gehe mal... Also hier war der Dungeon. Da komme ich auf keinen Fall lang. Ah, jetzt bin ich hier gefangen. Jetzt bin ich hier schon gefangen. Okay, dann Plan Nummer 2, Plan B. Ja, die Truhe können wir außer Acht lassen. Ich gehe nochmal auf die Karte. Ja, hier oben war ich noch gar nicht. Und da ist eine lila Truhe. Holen wir uns. Und frag mich nicht, warum ich hier noch nicht gewesen bin. Ah, ich glaube, der geht in die Luft. Das war ein Fail. Ach, der war auch noch da. Habe ich vergessen. Den habe ich leider völlig vergessen. Aber er gibt uns Gott sei Dank ein Herzchen. Ja, so macht man das. Und du kriegst sogar drei Bomben wieder zurück. Vielleicht soll man die auch mit den Bomben zerstören. Ich meine, die machen ja nichts. Die machen keinen Giftstrom oder sowas. Und wo ist jetzt hier die Truhe? Hier. Man sieht eine leicht bröckelige Stelle. Deswegen haben wir hier auch Bomben bekommen.
Ach, ich muss nach oben. Das sah gerade so aus, als wenn das irgendwelche Wände sind, die wir mit dem Spaten hätten auch einreißen können. Aber wie komme ich jetzt nach oben? Ach, da. Naja. Den da oben kann ich nicht besiegen. Das Ding ist, der wird uns erst anvisieren in dem Moment, wo wir auf der gleichen Ebene sind. Ich denke nicht, dass wenn ich mich jetzt vor dem hin positioniere, obwohl ich eine Ebene drunter bin, dass der dann rauskommt und da irgendwie Bock hat, mir da einen Stein ins Gesicht zu schleudern. Weil ich will nämlich ihm am besten den Stein ins Gesicht pfeffern. Kann ich aber nicht. Hier, wir können es ja anheben. Aber was dann? Das hat ja mal gar nichts gebracht. Okay, dann müssen wir es anders machen. Aber was willst du machen? Ich meine, das Ding ist, du kannst ja das Ding hier nicht. Oder kann man es mit der Bombe zerstören? Nee. Was mache ich denn da jetzt? Ich muss ja hier nach drüben irgendwie. Ich kann da auch nicht hoch. Wie schaffe ich es, dass der jetzt rauskommt? Wie mache ich das? Ach. Man kann die Fallen auch wegdonken, das wusste ich auch nicht. Besiege alle Gegner. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder sag nicht, ich kann jetzt hier auf dem Stein draufspringen und dann, und dann rollen. Quatsch. Never. Ja, das Ding ist, es ist halt zu kurz. So ist gut, okay. Oh, was nun? Ja, ich scheine Probleme mit dem Modus zu haben, aber ich will keinen Tipp haben. Der ohne Beat-Modus will ich nicht. Nein, will ich nicht. Ich kann drauf. Naja, dann machen wir Folgendes. Wir haben ja noch diesen schönen Somaria-Stab. Hatte ich auch fast vergessen. Mensch, wir haben so viele coole Items. Ich muss sie einfach nur auch sinnvoll benutzen. Das reicht aber trotzdem nicht aus. Naja, ach doch, natürlich reicht es aus. Mensch. Ich muss ihn ja nur hier hinsetzen, dann springe ich auf den Felsen und dann mache ich es einfach nochmal. Ah, clever, 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 clever. Ich habe keine Ahnung, ob man es auch hätte anders machen können, aber so ist auch cool. Ach, für 200 Rubine. Hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Aber schön, kann ich mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich weiß, ihr habt es ja schon innerhalb von ein paar Sekunden alles gelöst. Vielleicht gibt es auch irgendeine andere Möglichkeit. Kann auch sein, dass wir später irgendwie so eine Sprungfähigkeit erhalten. Aber dann war es das erstmal zum heutigen Part. Ja, das war's. Mehr gibt's nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. War dann doch eher eine kurze Folge. Und wir ziehen uns morgen dann den nächsten Boss rein. Also rein hauen und tschüss.